Mein Name ist Nadine Herrmann. Ich bin Markus Herrmann. Wir sind beide Hundetrainer und Verhaltensberater und haben zusammen die Hundeschule Nachbarslumpi. Das Besondere, würde ich sagen, sind wir zwei logischerweise, wie wir mit unseren Kunden umgehen. Das ist ein sehr freundschaftlicher, familiärer Umgang. Die können uns eigentlich alles immer fragen. Wir haben eine sehr, sehr intensive Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Uns ist sehr wichtig, dass die Menschen ihre Hunde verstehen, dass sie ihre Bedürfnisse verstehen, ihre Motivationen, ihre Gefühle. Also unsere Kunden, die fragen uns natürlich zu allen möglichen Sachen was. Das heißt, wir müssen relativ breit aufgestellt sein vom Wissen. Die Kunden gehen zum Tierarzt, wollen dann eine Zweitmeinung von uns, einfach unseren Rat oder was wir vielleicht auch schon so mitbekommen haben. Also es ist meistens eine Symptombehandlung und der Hund trägt dieses Problem halt dann wirklich relativ viele Monate, Jahre oder sein ganzes Leben lang und Umständen dann auch mit, wenn sie es nicht gelöst bekommen. Bei unserem Hund hat es früh angefangen mit Ohrenentzündung, ganz typisches Thema. Es ging schon im frühen Junghundealter los, dann hatte er regelmäßig sehr starken Augenausfluss. Dann wurde irgendwann noch eine Arthrose festgestellt, da hat man dann ein komplettes Röntgenbild gemacht und in dem Zug haben wir dann auch gleich noch eine angehende Spondylose entdeckt, also ordentliches Programm. Die Probleme, die Baloo hatte, haben uns immer wieder zum Tierarzt geführt. Da war es halt immer dasselbe. Okay, was hat er? Symptome? Geben wir mal Antibiotika, Cortison, sonstige Schmerzmittel für die Ohren, chemische Ohrenreiniger. Es ging sogar so weit, dass wir eine komplette Ohrreinigung machen mussten, also den Hund in Vollnarkose legen lassen, um einmal die Ohren komplett sauber zu machen. Und dann war aber irgendwann Ende der Geschichte. Ja, dann gab es keine Lösung mehr, was man noch wirklich verändern konnte. Also wir waren da ruckzuck in einem auf jeden Fall vierstelligen Bereich, ne, durch Operationen, den Hund in Narkose legen, die Medikamente, die natürlich sehr teuer sind. Und es summiert sich eben. Es wird gefühlt auch jedes Mal mehr. Man muss ja immer ein bisschen mehr machen, weil ja das, was man davor gemacht hat, nichts mehr gebracht hat. Die Symptome kamen aber immer wieder zurück. Und das war irgendwie der Punkt, wo wir dann gesagt haben, okay, da muss es ja noch irgendwas anderes geben. Am Ende der Tierarzt wusste nicht mehr weiter, was wir noch tun sollten. Gott sei Dank habe ich wieder ein YouTube-Video vom Franz gesehen. Das hat uns so ein bisschen die Hoffnung gegeben, dass wir es doch auch anders irgendwie lösen könnten. Und deswegen haben wir uns dann letztlich für den Weg auch mit ihm entschieden. Vom Coaching war ich überwältigt am Anfang tatsächlich, weil das so viel bietet. So viele Inhalte, so viele verschiedene Bereiche, viel mehr, als ich mir vorstellen konnte, als ich erwartet habe. Ja, und auch von der Hilfsbereitschaft. Also die sind super schnell immer für einen verfügbar gewesen. Wir wussten einfach nicht, dass es in dem Bereich sowas gibt. Das, was wahrscheinlich jeder Hundebesitzer kennt, wenn es gesundheitliche Probleme gibt, geht zum Tierarzt, lass dir was verschreiben, dann geht's weg. Und es gab auch nichts Vergleichbares, also nee. Gibt es, glaube ich, immer noch nicht. Ja, also die nehmen sich wirklich richtig viel Zeit. Wenn wir eine Frage hatten, also wurde so schnell immer beantwortet, das ist unglaublich. Es sind eigentlich viel, viel mehr hinterher und viel, viel mehr für einen da, als ich das überhaupt erwartet hätte. Also das war wirklich mega toll und auch die ganze Akademie ist viel mehr an Coaching, als ich dachte. Wir haben mit Baloo die Ernährung umgestellt. Wir haben unterschiedlichste natürliche Sachen zusätzlich noch gemacht. Das heißt, wie kann ich zum Beispiel den Juckreiz lindern oder sowas? Wie kann ich die Ohrenentzündung, dass die Entgiftung fortschreitet, wie kann ich das irgendwie natürlich noch unterstützen? Baloo wird logischerweise nicht mehr chemisch entwurmt etc. Das heißt, alles auf dem natürlichen Weg. Baloo hat seit der Futterumstellung, seit der Darmsanierung, geht es ihm so gut wie davor noch nie. Also Ohrenentzündung komplett weg. Gar nichts mehr, die Ohren sind sauber, der kratzt sich nicht mehr ständig, schüttelt sich nicht, kein Juckreiz mehr. Wir haben sämtliche Symptomatiken geklärt bekommen. Für ihn, glaube ich, wesentlich mehr Lebensqualität wieder. Wir haben auch ganz viel in unseren persönlichen Alltag eingebaut. Das heißt, wir haben auch unsere Ernährung umgestellt, wir haben auch eine Darmsanierung gemacht für uns selber, haben an uns extremste Veränderungen gemerkt. Wir haben auch am Mindset gearbeitet, also das Programm ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Und letztlich, mich hat 15 Jahre lang eine Reizblase begleitet, wo ich auch schon bei einer Hypnose war, natürliche Produkte wie zum Beispiel Baldrian ausprobiert habe. Und jetzt nach der Akademie kann ich sagen, dass es zu, ich würde mal behaupten, 95% weg ist und ich wirklich wieder bei weitem entspannteren Alltag leben kann. Ich hatte über 10 Jahre eine Schuppenflechte am Hinterkopf, immer knallrote Kopfhaut, Schuppen runtergerieselt ohne Ende. Beim Schulmediziner, bei sämtlichen Hautärzten, bei denen ich war, hieß es immer, Autoimmunerkrankung unheilbar, kann man leider nichts machen, außer immer wieder Cortison ordentlich drauf, salben und so weiter. Und wie gesagt, durch die Darmsanierung ohne zusätzliche Medikamente ging das bei mir komplett weg. Das Schönste ist, ich habe wirklich so einen Blick jetzt auf das Gesamte, das heißt, ich verstehe jetzt, was läuft da ab,
wo ist die Ursache, und ich kann auch jetzt, ich bin handlungsfähig. Das heißt, auch wenn jetzt irgendwas mal auftreten würde, ich weiß, was ich tun muss. Das heißt, ich muss nicht direkt in Panik verfallen, ich muss nicht direkt zum Tierarzt laufen. Ich kann es mir logisch begründen, wo kommt das her? Ich weiß, das ist die Ursache und kann dementsprechend dann auch handeln. Das heißt, seitdem wir beim Franz in der Akademie waren, waren wir kein einziges Mal beim Tierarzt mehr. Die Entscheidung für Franz war sehr einfach, weil es gibt nichts Vergleichbares. Ich habe davor noch nie überhaupt ein Angebot gesehen, das in diese Richtung geht. Da war einfach schnell klar, der ist darin perfekt und das wollen wir machen. Ich kann natürlich jedem, der an den Thematiken von seinem Hund arbeiten möchte, kann ich das Programm auf jeden Fall empfehlen. Für Hundemenschen, die bereit sind, an sich selber was zu verändern, die bereit sind, zu investieren, ja, also damit meine ich jetzt nicht nur das Finanzielle, sondern die Zeit, den Extraschritt, den man selber gehen muss. Genau diesen Menschen kann ich das Programm absolut empfehlen, weil wirklich unglaublich gute Ergebnisse dabei rauskommen.